Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und ja, heute sind wir endlich mal wieder im Flight Simulator. Und zwar habe ich auf flightsim.to mal wieder ein Fighter Jet rausgekramt. Und zwar heißt der irgendwie Rafale M oder irgendwie so schön, das Paar. Auf alle Fälle sieht das schon mal sehr, sehr spannend aus. Und ein ganz wichtiges Feature hat er auch. Er hat, wie ihr seht, Afterburners. Also das etwas, was nur sehr wenige von den Freeware Fighter Jets hier haben im Flight Simulator. Ja, kleines Manko ist hier bloß irgendwie die Cockpit-Ansicht. Da sind wir irgendwie ein bisschen weiter hinten gelandet. Aber ja, sonst fliegen wir halt notfalls heute hier aus dieser Ansicht. Und ja, ich würde mal sagen, wir machen heute mal so ein bisschen, ja, einfach mal, ja, genau, halt so ein Test, was dieses Flugzeug denn so drauf hat. Mal schauen, ob wir mit denen irgendwas Besonderes auf die Reihe kriegen. Aber ja, ich würde mal sagen, wir geben hier gleich mal Schubrakete, ein paar Bremse raus. Und dann schauen wir einfach mal, wie das Flugzeug hier abgeht. Sind gerade hier in hohem wieder. Ja. Abheben kann es auf alle Fälle schon mal ziemlich gut. Sehr, sehr schön auch, wie gesagt, diese Afterburners. Kannst du auf alle Fälle was mit anfangen. Wirklich dagegen halten, dass das Flugzeug zu nach oben geht. Also das hat auf alle Fälle ganz schön Power hinten drin. Jetzt hier mal ein bisschen durch den Dunst durch, aber ja, es sieht auf alle Fälle sehr, sehr gut aus. Können wir auch ein paar Tricks mitmachen. Salto irgendwie, gut, das sehe ich gar nicht, wo oben und unten ist, aber das soll uns auch mal egal sein. So, haben wir hier, hui, es geht steil bergab, aber locker gefangen. Wird da auf alle Fälle näher, also auf alle Fälle sehr, sehr schönes Flugzeug. Ich denke mal, irgendwelche Höhenrekorde oder so werden wir jetzt mit denen definitiv nicht knacken. Dafür ist dann die Performance einfach zu schlecht, muss man denn leider sagen. Und das liegt nicht an den Entwicklern, sondern halt am Flugzeug selbst. Aber ja, ich würde mal sagen, wir machen vielleicht erstmal eine Landung. Schau mal, wie das Flugzeug sich da so verhält. So, ich habe tatsächlich den Weg zurückgefunden. Landebahn voraus. Da unten stehe ich ja immer, wenn ich die Transall gucke. Da unten vor der Landebahn. So. Ja, ich gucke hier einfach mal rein in die Cockpit-Ansicht. Ich weiß aber nicht, ob dieses Display wirklich zum Landen geeignet ist. So, wird schon irgendwie schief gehen. Schauen wir einfach mal. Das alles irgendwie so hinhaut. Wenn nicht, dann haben wir Pech gehabt. Jetzt runter. Okay, ich glaube, das war eine
sehr, sehr lange, harte Landung, nicht lange Landung. So. Ich glaube, Afterburners besitzt das Ding nicht. Nee, das ist sehr untypisch für einen Jet. Aber ja, die Bremsen regeln. Also locker gestoppt hier. So, jetzt testen wir nochmal wieder ein bisschen. Das Flugzeug sind jetzt hier im Anflug auf Skiathosen. Eine griechische Insel hier. Und ja, hat auch nicht so die allerlängste Landebahn. Ist dazu auch wegen dem Strand hier vorne auch noch etwas St. Martin Europas bekannt. Ich würde mal sagen, wir schauen einfach mal, was wir hier auf die Reihe kriegen. Ich kann mir vorstellen, nicht allzu viel von der Weichheit der Landung her, so, oder? Ja, okay. Ich glaube, das geht tatsächlich. So, jetzt müssen wir nur noch stoppen. 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 What the fuck? Wieso stoppt das Ding hier nicht? Wollt ihr mich jetzt verarschen? Wir haben doch hier gerade nicht ein Over One auf Skiathos hingelegt, oder bin ich jetzt blöd? Also das kann ich jetzt nicht auf mir sitzen lassen, das muss ich jetzt nochmal machen. Also wenn das jetzt wirklich der Fall ist, dann würde ich diesem Flugzeug aber mal ganz große Probleme, was die Stopp-Performance angeht, vorwerfen. Das gibt's ja gar nicht. Ich wollte eigentlich gleich mit so einer 3000 Fuß Landebahn starten, aber wenn jetzt nicht mal hier eine 5000 hinkriegt, dann mache ich mir zu langsam doch ein bisschen Sorgen. So. Ist einfach nur runter, bla bla bla, kabum. So. Jetzt einfach nur stoppen. Einfach nur stoppen. Ich glaube, diesmal klappt es zwar. Diesmal sogar halbwegs souverän. Aber wirklich gefallen tut mir das von der Stopp-Performance her trotzdem nicht. So, weiter geht's in London City. Hier nochmal ein bisschen kleiner die Landebahn. Aber hier sind wir auch schon mit sehr, sehr vielen Flugzeugen gelandet, deswegen wäre es fast enttäuschend, wenn das hier es jetzt nicht packen würde. Aber ja, wir schauen einfach mal, wie das hier aussieht. Kein Plan. Wirklich, wie gesagt, wirklich überzeugt von der Stoppfähigkeit hier bin ich noch nicht so wirklich. So. Boom. Das war eine sehr saubere Landung. Hier links steht sogar eine Concorde. Das ist natürlich sehr realistisch für London City. Ja, auch hier packen wir es, aber wie gesagt, wirklich souverän ist anders, aber ja, wir schauen nochmal in Airport weiter. So, jetzt wird es wirklich schon brenzlig. Sind wir gerade über Mannheim, sondern jetzt hier auf dem Mannheim City Airport landen, und der ist wirklich schon nicht mehr groß. Also ja, wenn wir das hier jetzt vor allem bei diesen Bedingungen auch noch nicht schaffen, ist das auf alle Fälle jetzt nichts, wofür wir uns schämen müssten. Aber wenn es das Flugzeug schafft, dann ist das sogar noch mal wieder eine sehr, sehr gute Geschichte. Jetzt hier gleich mal irgendwie am Anfang runter. Auch noch eine nasse Landebahn. Ja, also das sieht nicht allzu gut aus. Driften hier ein bisschen, aber nein, das können wir wohl vergessen. Ja, also ne.
das ein sehr, sehr, ja, auch waghalsiger Versuch. Aber ja, ich würde mal sagen, so, das weiß ich, 4.500 Fuß ist dann auch definitiv irgendwie das Maximum dieses Flugzeugs. Aber ja, ich würde mal sagen, damit war es das auch wieder mit diesem Video. Lasst auf alle Fälle wie immer gerne ein Like da. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auch gerne ein Abo da, um keine weiteren Videos zu verpassen. Ich versuche jetzt auch mal wieder ein bisschen aktiver zu werden im Flight Simulator. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, Leute. Macht's gut. Ciao, ciao.